Hallo, sommerliche Grüße hier aus unserem herbstlichen Porridge mit einem Impuls zum aktuellen Thema da draußen. Ja, alles ist Krise, alles ist Drama. Überall hört man nur über Probleme und viele Menschen geben einfach komplett auf. Die geben eigene Träume auf, die geben eigene Vorhaben auf. Die wissen nicht, was sie einfach tun sollen und die wissen einfach nicht, welche Schritte weiter gehen sollen. Obwohl die große Träume hatten, die streichen die einfach, weil die sagen, uns würde doch gesagt, wir leben in einer großen Krise und es wird gar nichts funktionieren. Und ja, ihr Lieben, ich konnte von vielen Krisen auch hier erzählen in den letzten Jahren, die angeblich da draußen gab es. Ich wusste davon nicht, weil ich kein Deutsch verstanden habe. Damals 2012 sollte angeblich was war, was ich vor kurzem auch erfahren habe, dass da auch eine Krise war. Und ich habe einfach viel geschafft, viele meiner Projekte durchgezogen und auch ganz, ganz viele eigene Krisen, ja, habe ich auch überlebt. Und meine Erkenntnis davon ist, Leben ist gefährlich, Leben ist voller Krisen und Leben ist voller Chancen. Und wenn man sich so ein kleines Kind anguckt, wie lernt einfach zu laufen und immer wieder umfällt und immer wieder klappt was nicht und immer wieder gibt es bestimmte Krisen und Geschreie und Probleme und alles Mögliche. Und die Kinder wissen nicht, dass das eine Krise ist und die machen einfach weiter und die lernen dadurch und die überschreiten eigene Grenzen, die verlassen eigene Komfortzone, die sind so neugierig, was passiert, wenn, was kann ich hier machen, was kann ich da erreichen, was lerne ich dadurch. Und vielleicht sollten wir alle so ein bisschen wieder mal zum Kindern mutieren und einfach sich mehr wagen und nicht in diesen Ängsten gefangen sein, was uns ja heilige Fernseher und die Presse erzählt. Und mein Lebensmotto ist, einfach machen, es wird genial. Und damit ja, funktioniert mein Leben sehr, sehr gut. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich habe im Januar entschieden, dass wir auswandern. Ich habe im Februar Haus zu Verkauf gestellt. Viele haben gesagt, du wirst das nicht schaffen. Das ist nicht möglich. Wir sind in der Krise. Gleich war ein Käufer. Gleich haben wir das erledigt, was alle wieder als unmöglich gehalten haben, was große Krise und unmöglich ist. Und ich lache nur darüber, weil ich erlebte in meinem Leben auch eine große Beziehungskrise. Da haben Menschen auch mir Ratschläge gegeben aus eigenen Erfahrungen, was für mich einfach ein Desaster wäre, wenn ich auf die Menschen hören würde. Und ja, die Sache ist, was ist für dich Krise? Wie nimmst du die Krise auf? Siehst du als tatsächlich einen Weltuntergang oder siehst du als eine Chance, wo du einfach diese ganzen Möglichkeiten nutzen kannst, wo du dich verändern kannst, wo du dein Leben vielleicht umstrukturieren kannst? Bei uns war tatsächlich so, dass diese ganze C-Krise hat uns einfach gezeigt, dass wir auch gerne online arbeiten und mein Sohn war soweit bereit, mit uns auszuwandern und wir haben einfach diese Erfahrungen so umgewandelt als eine Chance und ja, wir leben hier, wir genießen unser Leben in Natur, am Meer und das war unser Traum und viele haben gesagt, nein, in der Krise könnt ihr nicht und wird ihr nicht, doch wir können, wir haben gemacht und das wünsche ich auch dir. Lebe deine Träume, beeinflusse dich nicht mit Krisen da draußen, weil viele davon sind einfach nur, um uns Angst zu machen und um uns in unsere bekannte Komfortzone zu halten. Und das ist nicht unbedingt das, was wir brauchen. Und ja, jeder weitere Schritt, diese Komfortzone zu verlassen, ist natürlich wieder auch ein Risiko. Es kann wieder irgendwo eine Krise mit sich bringen. Es kann wieder auch irgendwo welche Stolpersteine mit sich bringen. Wie ich zum Beispiel hier in Kroatien, wir sprechen kaum Kroatisch. Und ich sage auch nicht, dass es alles perfekt und die Nachbarn uns immer ansprechen auf Kroatisch. Und auch im Ämtern brauchen wir Deutsch oder Englisch. Es funktioniert. Es ist nicht alles so, dass wir sagen, ich habe mich für das entschieden und es ist alles perfekt. Aber mit diesen Schritten, welche wir wagen, wachsen wir einfach weiter. Und ich möchte einfach auch bei dir appellieren. Hör auf zu hören, welche Krisen da draußen sind. Konzentriere dich auf deine Vorhaben, auf deine Pläne. Mach einfach dein eigenes Weg, weil niemand weiß, was du brauchst, wie du lebst, was sind deine Träume und lebe einfach dein Leben. Das machen wir hier. Ich denke, wir sind ein gutes Vorbild auch. Und wenn du Fragen hast, wie wir das gemacht haben, kannst du dich gerne
bei mir melden und wir können das einfach dir erklären und können wir dir auch Mut geben für deine Vorhaben. Es muss nicht immer Auswandern sein, aber es muss einfach das sein, was du machen wolltest und jetzt gerade sehr unsicher bist, weil die Krise kommt, weil wer weiß, was alles so kommen soll, was auch nicht kommen wird. So, liebe, liebe Grüße, Sonne geht auf, ich genieße noch ein paar Minütchen und ja, fahre nach Hause. Liebe Grüße, ciao, bis nächsten Mal, deine Justina.